Hallo, kleines Video zu Folgen aus endlichen Mengen. What? Wie soll das denn gehen? Habe ich mir am Anfang gedacht, aber ist eigentlich voll einfach. Also ich habe so gedacht, okay, wir haben jetzt hier irgendeine endliche Menge, 1, 2, 3, 4, 5. Und eine Folge ist ja dadurch definiert, dass sie unendlich viele Glieder hat. Wie soll das funktionieren? Wenn ich hier jetzt eine Folge habe, die 1, 2, 3, 4, 5 heißt, dann ist doch alles voll. Was kann ich denn da noch machen? Ja, es hat ja niemand gesagt, dass bei Folgen irgendwie ein Element nur einmal vorkommen darf. Das heißt, ich kann ja eigentlich wieder von vorne anfangen und dann irgendwas machen. Und ja, ich darf ja nur einfach diese Elemente benutzen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, die Folge heißt ja meistens n, weil n die natürlichen Zahlen sind und es mit natürlich einer Zahl durchnummeriert ist, oder ai für den Index, da habe ich immer gedacht, okay, wenn ai 0 ist, dann muss das ja hier das nullte Element in der Liste sein und dann ist das das erste Element in der Liste und dann ist das dritte oder sowas. Und was mache ich dann bei a6? Ja, blöd. Aber das ist ja gar nicht so. Die Folgen und die Menge, die sind ja komplett voneinander getrennt. Das muss einem nur klar sein. Die Folge basiert nur hier drauf, auf diesen Elementen der Menge. Aber sie darf sie halt unendlich oft benutzen. Das heißt, ich kann auch eine Menge machen, eine Folge, Entschuldigung, die einfach nur aus dreien besteht. So, und immer weiter. Also, die muss ja nur unendlich viele Elemente haben, aber darf halt nur hiervon nehmen. Und das war's auch schon.